Herzlich willkommen zur GamingFeed.de Awardshow 2014. Die beste Atmosphäre in einem Videospiel. Die Nominierten: Castlevania, Lords of Shadows 2. Lords of the Fallen. The Vanishing of Ethan Carter. The Evil Within. This War of Mine. Und der Gewinner ist The Evil Within. Diesen Preis gewinnt zu Recht The Evil Within. Der Grusel und die Schocker sind von der ersten bis zur letzten Minute zu fühlen. Die Musik passt sehr gut zu den einzelnen Szenen. Das ist mehr als kinoreif. Der beste Soundtrack in einem Videospiel. Die Nominierten: Child of Light, Metal Gear Rising: Revengeance, Castlevania: Lords of Shadows 2, Valiant Hearts: The Great War, South Park: Der Stab der Wahrheit. Und der Gewinner ist Metal Gear Rising: Revengeance. Metal Gear Rising: Revengeance verwendet einen knallharten und actiongeladenen Soundtrack, in dem er Rock und Metal mit Techno vermischt. In keinen anderen Kampfszenen wurde man dieses Jahr mehr motiviert und angefeuert als in diesen. Mit kleinen melancholischen Sequenzen ergibt dies den besten Soundtrack des Jahres. Die schönste Grafik in einem Videospiel. Die Nominierten: South Park: Der Stab der Wahrheit, Valiant Hearts: The Great War, The Vanishing of Ethan Carter, Rise. Betrayer. Und der Gewinner ist South Park: Der Stab der Wahrheit. South Park ist endlich ein Spiel zu einer Serie, welches alles richtig macht. Natürlich kann bei gefilmten Serien keine 1:1-Grafik umgesetzt werden, jedoch sieht South Park so aus wie die Serie.
Die Animationen sind komplett gleich und durch das glaubt man, man würde in einem South Park Kinofilm mitspielen. Dadurch verbindet man jede Szene mit einer schönen Erinnerung aus der Serie. Die beste Story in einem Videospiel. Die Nominierten: The Walking Dead Season 2. Valiant Hearts The Great War. The Evil Within. Game of Thrones, Episode 1. Murdered, Sole Suspect. Und der Gewinner ist The Evil Within. Eine teilweise so komplexe Handlung wie in The Evil Within findet man in diesem Jahr sehr selten. Die Tatsache, dass sich alle Ereignisse, Achtung Spoiler, nur in seinem Kopf abspielten, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Mit etwas Nachdenken kann man der Story sehr gut folgen. Das innovativste Spiel des Jahres. Die Nominierten: Screen Cheat, Gods Will Be Watching, Goat Simulator, Why. This War of Mine. Und der Gewinner ist Goat Simulator. Warum gewinnt gerade dieses Spiel? Die Antwort ist relativ einfach. Goat Simulator steht als Vertretung für die weiteren Spiele dieser Art, zum Beispiel Brot Simulator. Denn diese Spiele sind eine gelungene Hommage an die standardmäßigen Simulatoren, wie Landwirtschaftssimulator, Feuerwehrsimulator, ADAC-Simulator etc. Es ist etwas noch nie Dagewesenes. Mit chaotischen, zerstörerischen und dummen Tendenzen hat man jedoch lange seinen Spaß. Das enttäuschendste Spiel des Jahres. Die Nominierten: Watch Dogs, Stronghold Crusader 2, Rise, The Elder Scrolls Online, Assassin's Creed Unity. Und der Gewinner ist Stronghold Crusader 2. Gleich vorneweg sei gesagt, dass in dieser Kategorie nicht das schlechteste Spiel geehrt wird, sondern das unserer Meinung nach wirklich enttäuschendste Spiel des Jahres. Wir alle haben uns auf eine Fortsetzung des legendären ersten Teils gefreut und wir alle wurden mächtig enttäuscht.
Die Macher versprachen an Stronghold, das wieder an die alten Teile anknüpfen sollte. Aber mit diesem Spiel ging der Schuss gewaltig nach hinten los. Das beste Spiel des Jahres. Die Nominierten. Mittelerde, Mordors Schatten. The Evil Within. Far Cry 4. Wolfenstein: The New Order. Dark Souls 2. Und der Gewinner ist Far Cry 4. Auch wenn das Spiel an den Vorgänger erinnert, es ist trotzdem ein Hammerspiel. Egal ob Schleichsequenzen, Rushen oder mit einem Elefanten alles zertrümmern, es ist einfach alles dabei. Herzlichen Glückwunsch an Far Cry 4.